Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge gab es leider einen schnellen Cut am Ende, weil die Folge schon so wahnsinnig lange war. Wir haben das Verlies geschafft, wo wir drin gewesen sind, hier oben. Oh, Moment. Die Morai-Ruinen, genau, ich kam nicht mehr drauf. Und müssen noch schnell mit Donna sprechen. Damit das Ganze nicht zu lange dauert, würde ich sagen, porten wir mal eben schnell dorthin. So, Donna, wo bist du? Willkommen zurück. Du siehst unverletzt aus. Naja, ich bin einmal gestorben, aber ansonsten geht's mir gut. Ich bin froh, dass du sicher zurück bist. Ich habe eine Lichtsäule erblickt, die von den Morai-Ruinen bis zum Otzhorn-Hügel schoss. Ich bin darüber sehr besorgt. Der Priester, der bei dir war, ist zusammen mit den Dämonen, den er bekämpfte, verschwunden. Oh nein, gib mir einen Moment. Dann werde ich seine Zukunft lesen. Im Norden, ein rotes Land, der Otzhornhügel. Dort gibt es einen weiteren Schamanen namens Fuchsfeuer. Du solltest ihn um Hilfe bitten. Ich habe gehört, dass Fuchsfeuer beim Hügel einen mysteriösen Phänomen auf der Spur sein soll. Befrage die hiesigen Bewohner. Sie werden wissen, wo er ist. Bitte grüße Fuchsfeuer von mir. Ja, mache ich. Aber ich guck mal eben, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Schenk. Ein Emote könnte ich machen. Hi! Was auch immer sie jetzt gerade damit bewirken will. Oder sagen will. Okay. Ich höre immer gern Geschichten von Inkavia. Wie du weißt, bin ich ein großer Fan. Sehr schön. Dann war sie wohl doch etwas am Erzählen oder so. Okay. Wir haben, glaube ich, doch auch noch ein paar Sachen zum Zerlegen, ne? Ne, das ist das, was eigentlich sehr gut ist. Das ist das Gleiche, allerdings nicht in Episch. Das könnten wir mal... Das ist schlechter. Ja, bei dem bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Wobei das, Zähigkeit 18, ist beides das Gleiche. Das ist schlechter, das ist schlechter, das auch. Auch. Und die können wir noch reintun. Und das. Habe ich das jetzt schon drin? Ja, ne? Zerlegen. Ja. So, was war mit denen? Das können wir auch noch zerlegen. Zack. Okay, dann hatten wir hier noch die Sache mit dem Emote. Quest Saarlandhügel. Okay. Das Problem ist nur, warum kann ich den... Ach, jetzt kann ich ihn benutzen. Ach, dann konnte ich das nur nicht benutzen, als ich in dem Verlies drin war. Ah, das muss ja mal einer wissen. Okay. Sonst haben wir eigentlich nichts. Wo haben wir denn? Das ist die Post, aber hier unten ist, glaube ich, mein Lager. Da gehen wir mal eben schnell hin. Ach nee, ich wollte ja gar nicht zum Lager. Was mache ich denn? Obwohl, ich könnte eigentlich mal eben gucken... Die Brille. Soll ich die ins Lager legen oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ah, nee, ich lasse das mal. Ich lege das jetzt noch nicht ins Lager. Wo muss ich denn hin? Ich muss nach links reiten. Das machen wir doch mal als nächstes. Hier haben wir soweit auch alles freigelegt. Das ist schön. Und dann gehen wir zum nächsten Gebiet, so wie es aussieht. So. Die Otzhornhügel. So, da haben wir... Wo sind wir denn? Achso, oben rechts, da müssen wir erstmal hin, genau. Was für Dämonen und Geister? Was soll ich denn da tun? Wer bist du? Oh, du bist dieser berühmte Fremdling, richtig? Ich hörte, du sollst meinen Leuten sehr geholfen haben.
Willkommen. Allerdings glaube ich, dass du angesichts der aktuellen Lage lieber woanders wärst. Vor nicht allzu langer Zeit fingen die Dämonen plötzlich an, aus der Sapira-Höhle herauszuströmen. Sie haben alle nahen Lager und Zeltplätze zerstört. Fuchsfeuer hat mich hierher gesandt, um die Geister der Toten zu befrieden. Allerdings... Wie? Du bist hier, um Fuchsfeuer zu sehen? Dann solltest du dich zu den Ruinen von Nevatia begeben. Okay. Pass auf, dass du dich nicht verirrst. Über den Ruinen von Nevatia ist ein rotes Licht niedergegangen. Wie unheimlich. Aber ich werde nicht zulassen, dass schlechte Omen einem guten Geschäft im Weg stehen. Abenteurerin, du reist doch zur Burgruine, nicht wahr? Wie wäre es mit einem Geschäft? Warum sammelst du nicht, während du dort bist, etwas Schwefelkraut und Schuppentierhaut und gibst sie Elvin? Kriegst du das hin? Ja, ich will's doch hoffen, ne? Okay. Pass auf, dass du dich nicht verirrst. Also, da müssen wir erstmal sammeln und da müssen wir dann danach hin. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, wo der Elvin ist. Schwefelkraut, das sind wahrscheinlich die Schuppentiere, oder? Ja. So, okay. Dann ist das das Letzte. Und wir brauchen noch ein bisschen Schuppentierhaut. Wenn du dich mir gerade so anbietest, dann mache ich dich halt platt. So. Oh, ich will da nicht unbedingt durchlaufen. Wo ist denn dieser Erwin, hieß er, glaube ich? Miret hat um deine Hilfe gebeten. Geht es dir gut? Puh, das ist gut. Wirklich gut. Wuhu, und ich habe ein Level up. Abenteurerin, ich brauche deine Hilfe. Ich war gerade dabei, einige archäologische Bücher mit meinem Karren zu transportieren, als ich plötzlich von Walu-Kakteen angegriffen wurde. Dann brach die Hölle los und meine Pferde rannten vor Schreck davon. Und dabei muss ich die Bücher doch mit diesem Archäologen zu diesen Archäologen bringen. Abenteurerin, würdest du diese Kiste mit Büchern bitte zu Hadim bringen? Du kannst auch jede Bezahlung, die er dir dafür gibt, behalten. Ich muss jetzt los zu Morina. Natürlich, natürlich. So, einmal das. Und wo müssen wir hin? Das ist auch am Zielort. Das ist sehr schön. Kann nämlich direkt durchreiten. Allerdings gefällt mir das gar nicht, dass da hinten schon wieder ein Dungeon angezeigt wird. Oh, das ist so nervig, ehrlich. Oh, ich war schon drauf und dran, sie selbst aufzuheben. Ich danke dir. Oh, ernsthaft? Willst du mich veräppeln? Stirb mich doch nicht ständig in meiner Quest. Du bist also nicht der Händler, den ich getroffen habe. Nun, es spielt keine Rolle. Jetzt, da ich meine Bücher habe. Du kannst deine Belohnung von Jonas dort erhalten. Hm, wo ist Jonas? Da oben. Debattieren die etwa darüber, Judia zu verlassen? Was? Puh, ich danke dir. Endlich hören diese ständigen Beschwerden auf. Vielen Dank, hier ist deine Bezahlung. Wir haben die Banditen vertrieben. Aber nun verbreiten die Dämonen Chaos. Willkommen. Du suchst nach einem Licht? Oh ja, vor einer Weile fiel ein Licht auf diesen Ort. Mal sehen, die Überreste eines antiken Königreichs in den Tiefen dieser verfallenen Burg. Dort befindet sich die Person, nach der du suchst. Und jetzt beeil dich. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Er braucht dringend deine Hilfe. Wie du sicher bemerkt hast, ist dieser Ort von dunkler Magie erfüllt.
Der Grund ist einer der Könige von Morai, der eine Schwäche für dunkle Magie hatte. Der Einfluss dunkler Magie ist noch immer überall deutlich zu spüren, vor allem in diesen Skulpturen dort. Würde es dir etwas ausmachen, diese Skulpturen in den Ruinen von Nevatia zu zerstören? Begib dich danach zu Salle. Nein, bitte gehe danach zu den Archäologen dieser Stätte. Sie müssen von den Skulpturen erfahren. Ja, dann noch der nächste. Ich bin hierher gekommen, um für die archäologischen Monster, für die Archäologen Monster auszulöschen. Aber diese Giftheuschrecken machen mir die Sache nicht gerade einfacher. Abenteurerin, würdest du dich für mich um diese Giftheuschrecken kümmern? Die Archäologin Alika wird dich dafür sicher reich belohnen. Er ist gekommen, um die auszumerzen und ich muss das dann machen. Debattieren die etwa darüber, Judia zu verlassen? Also, zerstöre die Skulpturen und vernichte die Heuschrecken. Achso, genau, ich konnte ja noch... sehr schön. Wir haben den Blitz jetzt hier dabei. Okay, den nehmen wir trotzdem mal mit. Dann nehmen wir den anstelle von dem hier. Zack. So. Zack. Also, Skulpturen und Giftheuschrecken. Genau, das war das. Ihr seid die Giftheuschrecken, ne? So, Moment. Zerstöre die Skulpturen. Ach, das ist das hier wahrscheinlich. Oh, Leute, ernsthaft. Achso, ich muss da drauf schießen. Ah, okay. So. Du hast also mit den Giftheuschrecken kurzen Prozess gemacht. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich mich wieder auf meine Forschungen konzentrieren. Archäologin Alika? Das ist doch eindeutig ein Kerl. Okay. Wir sind hier, um die Ruinen des alten Enkavia zu studieren. Der Eingang nach Morai wurde geöffnet. Aber ich denke, das ist noch nicht alles. Die Ruinen von Nevatia sind immer noch voller wertvoller Fundstücke. Hättest du Interesse, einiger dieser Haufen von Relikten mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen? Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück und findest ein Schlüsselrelikt. So. Du hast so dermaßen wertvolle Relikte zerstört. Hast du den Verstand verloren? Oh, dann hat dich also der Schamane Fuchsfeuer darum gebeten. Nun, dann will ich nichts gesagt haben. Ich habe gespürt, wie von diesen Skulpturen eine dunkle Energie ausging. Aber ich bin nur Archäologe, kein Schamane. Vielleicht kann dir diese Schamanin Zalla beim Sammelplatz mehr darüber erzählen. Aber erwarte dir nicht zu viel von ihr. Seit ich hier bin, hat sie nicht einmal ihre Magie verwendet. Zumindest so viel ich weiß. Okay, Reliktfragmente sollen wir jetzt hier sammeln. Und da unten sollen wir den Untergrund nach Amel. Sollen wir den Untergrund nach Amel suchen? Das war jetzt ein tolles Deutsch, aber okay. Ihr habt schon verstanden, was ich sagen wollte, glaube ich. Nein, ich habe einen Heiltrank genommen, das wollte ich gar nicht. Mist. Okay. Nee, ich muss nochmal zurück. Mal sehen, was du mitgebracht hast. Oh, wo hast du die denn alle gefunden? 2 Meter weiter links. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig neidisch auf dich. Weißt du, an dir ist eine richtige Archäologin verloren gegangen. Naja. Zeige Tiarei beim Sammelplatz die Relikte, die du gesammelt hast. Sie wird ihren Wert sofort bestimmen können. Okay. Da muss ich nach oben gehen. Und ich bin irgendwie, glaube ich, gerade vom Pferd wieder runter, kann das sein? So, Moment, da muss ich runter. Machen wir das nämlich erstmal. Nee, Moment, ich muss hier runter.
hast mich gefunden. Gerade habe ich noch gegen einen Dämon gekämpft und plötzlich war ich hier. Ich glaube, dass unsere Mächte aufeinander trafen und uns wegschleuderten. Als ich erwachte, war der Dämon jedenfalls fort. Mir geht es gut. Bitte reise zum Sammelplatz der Nomaden und sage ihnen, dass sich in der Nähe ein mächtiger Dämon befindet. Sobald ich die Kraft habe, um mich zu bewegen, werde ich dir folgen. Abenteurerin. Nein, ich meine Mondgöttin. Ich danke dir für dein Kommen, um nach mir zu sehen. Sorge mich um die Leute hier. Ja, kann ich verstehen. Ach so, den haben wir noch nicht frei, oder? Nee, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay. Dann müssen wir die ganze Strecke da erstmal hinlaufen. Gut. Dann. Da oben ist aber noch ein Ausrufezeichen, sehe ich gerade. Irgendwo hier. Diese Giftheuschrecken greifen nur selten Personen an. Aber wenn sie das tun, beißen sie so kräftig zu, dass man einen halben Tag lang im Bett verbringen muss. Zumindest glauben das die Leute. Ich wurde gerade gebissen und mir geht's blendend. Ich frage mich, ob das etwas mit dem Valu-Kakteensaft zu tun haben könnte, der über meinen Arm verschüttet wurde. Nakram ist in solchen Dingen ein absoluter Experte. Falls du zum Sammelplatz reisen solltest, dann tu mir bitte einen Gefallen. Bitte sammle etwas Valu-Kakteensaft und bringe ihn zu Nakram. Würdest du das für mich tun? Ja. Also Valu-Kakteen. Okay. Das sind, glaube ich, die Kakteen, die großen, oder? Okay. Hallo? Gehst du mal auf dein Pferd? So. Valu-Kakteensaft gegen die Bisse von Giftheuschrecken? Wie interessant. So etwas habe ich mir schon gedacht. Allerdings war ich zu beschäftigt damit, mich für den kommenden Schlagabtausch zu wappnen. Dafür schulde ich dir und Baibo was. Kein Thema. Jetzt erstmal ganz schnell freilegen hier, damit ich es nicht vergessen kann. Hallo? Ich habe dich noch nie gesehen. Wer bist du? Ich habe dich auch noch nie gesehen. Diese Relikte hat dir doch sicher Alika gegeben, nicht wahr? Wie bitte? Du hast sie selbst gefunden? Nun, die sind okay. Die werden uns für unsere Forschung von großem Nutzen sein. Hier ist deine Belohnung. Ich hoffe, das ist genug. Übrigens, bist du dir tatsächlich sicher, dass du sie selbst gefunden hast? Will die mich verarschen oder was? So ein schlechtes Gedächtnis habe ich definitiv nicht. Oh, du warst diejenige, die diese verfluchten Skulpturen zerstört hat. Das war gute Arbeit. Damit hast du die Macht des Dämonen entscheidend geschwächt. So. Ich habe dich noch nie gesehen. Ja, ist ja gut. Ein mächtiger, menschenähnlicher Dämon ist aufgetaucht? Davon höre ich zum ersten Mal. Wenn ich so darüber nachdenke, haben sich die Dämonen sehr seltsam verhalten. Vielleicht liegt das an dem von dir erwähnten mächtigen Dämonen. Wenn es einen Ort gibt, an dem sich ein Dämon wie er sicher verstecken kann, dann ist es die Saphira-Höhle. Gehst du dorthin? Tu es lieber nicht. Die Höhle befindet sich komplett in der Hand der Dämonen. Es ist dort viel zu gefährlich. Ich habe zwar keine nützlichen Informationen für dich, aber... Ja, vielleicht weiß Negev ja mehr. Immerhin hat er mit dem Bekämpfen von Dämonen Erfahrung. Warum redest du nicht mit ihm? Und während du dabei bist, wäre ich dir verbunden, wenn du ihm helfen würdest. Eine großartige Kriegerin wie du würde bestimmt einen großen Unterschied machen. Ein Unterschied zu was? Okay, falsche Richtung. Mit dir muss ich reden, ne? Du bist doch die Person, die Mora entdeckt hat, richtig? Ich habe selbst lange Zeit danach gesucht. Aber dann habe ich einige Seiten meines wertvollen Forschungstagebuchs verlegt. Meinen Forschungen nach könnte es neben dem von dir entdeckten Morai noch weitere Funde geben. Also bitte suche außerhalb des Sammelplatzes nach meinem Forschungstagebuch.
Wenn du die verlorenen Seiten findest, dann reiche sie bitte mit Hilfe von Negev an eine Brieftaube weiter. Ich frag mich ja ernsthaft, was die ganzen Leute immer alle machen würden, wenn ich nicht in der Nähe wäre. Die Zeit für Rache ist... Viele Nomadenkrieger kämpften gegen die Dämonen. Und ich spüre, dass etwas in der Luft liegt. Es wird Zeit für einen Schlagabtausch. Alle müssen große Angst haben. Die Krieger sind auch Ehemänner und Väter. Es ist keine leichte Entscheidung, ihr Leben auf diese Weise zu riskieren. Ich wünschte, ich wüsste, was sie wirklich denken. Würdest du unsere Krieger fragen, wie sie sich fühlen? Klar. 83, 84. Da fehlt was. Dir scheint sich nicht schlecht zu fühlen. Ich hoffe, wir können die anderen Wege bald ausbessern. Ich werde den Feinden meines Bruders niemals vergeben. Niemals. Es ist schon lange her. Ich habe nie an unseren Kriegern gezweifelt. Aber egal. Sie sind jedenfalls in perfekter Verfassung. Das ist gut zu wissen. Ja, das finde ich auch. Und eine Sache mache ich auf jeden Fall noch. Finde die Seiten aus dem Forschungstagebuch. So, und dann... Boah, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Und dann kann ich direkt weiterreisen zum nächsten Ziel. Da ist übrigens auch nochmal ein Tagebuch, kann das sein? Achso, das ist schon wieder eine neue Quest. Moment. Aber da muss ich auf jeden Fall hin. Da gibt die Forschungstagebücher. Das ist aber nicht hier, oder? Ich weiß es nicht. Abenteurerin, ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen alten Freund namens Hoagin. Er ist vor Tagen aufgebrochen, um zu kämpfen und nicht wieder zurückgekehrt. Einige Leute haben gesehen, wie er zur Saphira-Höhle gereist ist. Würdest du bitte nach ihm suchen? Ja, mache ich auch. Aber... Oder ist der hier... Nee. Hä? Wo ist denn der andere? Oder ich mache das erst im nächsten Abschnitt. Ach nee, hier unten. Nee, das ist die Höhle. Ich verstehe es nicht. Aber es kann sein, dass das erst im nächsten Abschnitt irgendwie kommt. Tajahan bat ich, mir zu helfen. Gott sei Dank. Ein mächtiger, humanoider Dämon. Ich habe zwar in den letzten Tagen nichts davon gehört, aber ich stimme Tajahan zu. Er könnte sich in der Saphira-Höhle versteckt halten. Vielleicht ist das der Grund, warum die Dämonen aggressiver geworden sind. Wenn das der Fall ist, ist es nur noch wichtiger, ihn zu vernichten. Bitte hilf uns Kriegern. Mit der Hilfe einer großen Heldin wie dir können wir die Dämonen sicher im Nullkommanichts auslöschen. Bitte hilf uns. Ja. Besiege die Dämonen um den Außenposten herum. Okay, das kann ich noch eben machen. Das ist okay. Nur, ich werde jetzt nicht in die Höhle rein. Achso, ihr seid die Netten. Okay. Wie viele muss ich denn besiegen? Da unten steht so, okay. 50%, ja, jetzt habe ich es verstanden. Hallo. Ich greife dich gerade an. Lauf doch nicht weg. Jungs. Ja.
So, Moment. Oh, willst du mich jetzt hier veräppeln? Hey, ihr könnt mich mal, ehrlich. Ich glaube, ich hatte zu Fuß. Nicht mal sein Reittier kann man hier vernünftig rufen. Also das fände ich bei Teso besser, weil dann in dem Moment ist man halt nicht angriffsfähig. Also die anderen können einen nicht angreifen, so rum. Dank dir konnten wir die Dämonen abwehren. Es gibt zwar noch einige Dämonen, aber ich denke, dass wir mit denen auch alleine fertig werden. Jetzt, da die Banditen neutralisiert wurden und sich die Dämonen zurückgezogen haben, kann die Karawane, die hier feststeckte, weiterreisen. Das wird ihre Mitglieder sicher freuen. Dieser Priester, den du kennst, hat dich gebeten, zur Karawane zu kommen. Wenn du zur Karawane gelangst, sage ihnen, dass die Straße frei ist. Wir werden die Augen nach diesen Dämonen offen halten, von denen du uns gewarnt hast. Vielen Dank, dass du unser Leben bei unseren Leuten geholfen hast. Das werden wir dir nicht vergessen. Ich wünsche dir nur das Beste. Lebe wohl. Ist keine Belohnung? Sauerei. Okay, also wir haben hier jetzt noch einen neuen Auftrag. Hier unten den Pott müssten wir noch freischalten, weil da müssen wir nämlich noch zur Höhle. Und oben müssen wir dann mit Amil sprechen, wobei ich mir nicht sicher bin. Aber ich glaube, wenn wir mit ihm sprechen, gehen wir dann weiter nach oben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da ich nicht genau weiß, wie lange das in der Höhle dauert und ich leider befürchte, dass es doch etwas länger dort dauern könnte und würde, würde ich sagen, dass wir hier definitiv erstmal einen Cut machen und dass wir dann die Höhle und die anderen Quests in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.